Fotografius Appus Anbagus. Und du zeig mal, was du kannst zur Musik. Video. Angereist wegen dem Hallenser Salz, haben auf der Elbe so manchen Troll gefunden und ihn Vicky genannt. Auch aus dem Naumburgischen haben wir das Weibsvolk zugreisen lassen, mit entsprechenden Eheleuten dabei oder sowas ähnliches. Als Bruder des Ordens der Benediktiner bin ich sonst bekannt, heute und hier nun der Marktherr des historischen Marktes. Wir haben uns erlaubt, ein wenig Rittervolk euch zu zeigen. Ihr dürft gerne bei uns die Becher biegen, bis sie sich neigen. So dann, mein Salzherr, wo steckt er schon wieder? Ich sprach vom Salzherr. Salzherr gibt's hier nicht, hier gibt's einen Salzgrafen. Ja, da spreche ich doch nicht. Oder einen Salzsieder, was möchtest du? Ja, wer macht wohl die Arbeit von euch beiden? Ja. Naja, für die Arbeit sind wir nicht gebogen. Da bist du noch 100 Jahre weiter sehen. Möge der Salzsieder mit seinem Salzhandel hier auf der Saline beginnen. Ah. Ist denn überhaupt ein Salzgast vorhanden? Ja, hier. Wir brauchen hier. Ah. Grüße den Salzgast in Halle an der Saale. Einen herzlichen Gruß. Wir kommen aus Lösnitz im Erzgebirge, auch bekannt als die Muhme. Ende Mai sind wir hier aufgebrochen mit vollen Wagen voll Salz und sind mit viel Glück noch über die Mulde gekommen und dann kam das große Wasser, was auch Halle arg in Mitleidenschaft gezogen hat. Ja. Nun haben wir in Lösnitz unseren Salzmarkt betrieben, jetzt ist der Salzkasten wieder leer und wir sind vor 7 Tagen aufgebrochen, um wieder eine neue Fuhre Salz nach Lösnitz zu holen. Und mein Salzschankpächter hatte vor einigen Tagen ein Gebräu. Er gehört zu den brauberechtigten Bürgern von Lösnitz. Und er kam auf den Einfall, doch dieses Mal mit Bier zu handeln. Mit dem köstlichen, prickelnden Stoff aus Lösnitz, wohl bekannt. Denn wir haben erfahren, ein Unglück kommt selten allein. Das Hochwasser hat euch auch die Qualität eures Trinkwassers arg in Mitleidenschaft gezogen. Und so schlagen wir denn vor, dass ihr ab sofort das Lösnitzer Bier hier auf der Saline ausschenkt. Ritter, was sagt ihr dazu? Nehmen wir Bier? Ja! Volk, was sagt ihr dazu? Nehmen wir Bier? Herr damit! Die wollen kein Bier! Wollt ihr Bier? Wir werden sehen! Die wollen kein Bier, wir Ritter saufen alleine! Wir haben euch ein Viertel Bier mitgebracht. Ein Viertel Bier. 200 Liter Bier. 200 Liter, 200 Kannen Bier. Ihr wollt ja keins.
Siedemeister, machen wir den. Das gute Salz ist. Ihr seid die Wache. Du hast mich gerade degradiert, das Schwollschläge. Ulrich! Er hat mich gerade zur Wache degradiert. Der erste und regierende Bürger, der erste und regierende Vorsteher, er möge bedenken. Ich hole auch welche. Ja. Ein Salz, dem jede Tafel huldigt. Ist von sehr guter Qualität. Schneeweiß. Wieder reine Schnee. Beste Körnung. Du hast auch wundervolle Kristalle. Ja, schmeckt vorzüglich. Muss ich sagen. Es hat wenig Restfeuchte und ein sehr gutes Salz. Lasst uns damit handeln. Also haben die Alonen ordentlich gearbeitet und eine ordentliche Ware für euch als Lösnitz bereitgestellt. Siedemeister, wie siehst du das? Nehmen wir das Bier ungesehen und unverkostet oder wollen wir eine Probe nehmen? Er hat unser Salz gekostet, also